Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution Return to Jurassic Park. Beim letzten Mal haben wir erfolgreich unsere eigenst gezüchteten Parasaurolophus-Dinosaurier freigelassen. Und in der Brutstation hier, da warten noch zwei weitere Kollegen auf ihre Freilassung. Und jetzt schauen wir das mal an. Schöne Tiere, oder? Triceratops ist schon ein bisschen cool. Ach, schön. Davon haben wir noch einen zweiten. Ja, dann machen wir doch. Hallo? Lass mich. Hallo? Ja, so. Den anderen lassen wir auch noch frei. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Dann würde ich davon vielleicht nochmal zwei machen. Und wobei die Triceratops, die sind so ein bisschen aggro, ne? Wenn nicht, müssen wir die in das große Gehege mit drin stopfen, wo die Stegosaurier schon sind. Wunderbar. Der junge Herbert hat mir eben erzählt, dass unsere ersten neuen Dinosaurier gesund und wohlauf sind und die Maßnahmen gegriffen haben. Jetzt können wir die Spezies liefern, die der Jurassic Park braucht. Von jetzt an sollte die sprichwörtliche See ruhig sein. Ja, außer wir rammen einen Eisberg. Ein unfairer Vergleich, Dr. Merton. Unsere Technologie ist wesentlich moderner. Aber Ihre Methodik nicht, John. Stromausfall entdeckt. Ey Leute, bis ihr mir die Meldung gebt, habe ich das schon längst wieder repariert. So, in einer Brutstätte ausbrüten und freilassen. Triceratops. Dilophosaurus Parasaurolophus. Dann bauen wir hier nochmal einen Parasaurolophus zusammen. Nee. Ihr könnt wetten, unser Forschungsteam ist schon wieder da, oder? Ja. Extrahieren, 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 extrahieren und verkaufen. Nice. Triceratops frisst eigentlich. Passt soweit. Ja, was machen wir? Parasaurolophus, das ist so. Das ist so ein Fleischfresser. Den können wir hier doch nicht einfach so laufen lassen. Haben Sie Cabot gesehen? Nicht in letzter Zeit. Was wissen wir über ihn? Cabot? Hammond scheint ihn zu mögen. Ich hörte, er ist der Sohn eines Freundes, was seine mangelnde Qualifikation erklärt. Aber vertrauen wir ihm denn? Hammond schon. Das habe ich nicht gefragt. Was denkt Malcolm darüber? Ellie, ich frage Sie zuerst. Ich denke, der Jurassic Park macht Sie paranoid. Parasaurolophus ist, Hä? Nee, warte mal, jetzt bin ich gerade. Dilophosaurus, na klar, das ist, würde ich sagen. Parasaurolophus ist der mit dem Bumerang auf dem Kopf. Und Dilophosaurus ist der da. Und dafür brauchen wir aber ein eigenes Gehege. Den lasse ich hier nicht frei rumrennen. Das kannst du vergessen. Hallo, wer bist denn du? Momentchisaurus. Was ist denn bei euch so los? Hier ist echt total unberührte Natur, ne? Hier war noch ja keiner. Heftig. Wir brauchen ein Gehege. Eignet die Hege für die komischen Viecher. So. Das sollten wir hier bauen, denke ich mir. Für die Dilophosaurier. So, dann brauchen wir ein Tor. Dann müssen wir den Landschaftsbau. Wir machen hier ein bisschen Wald. Dann brauchen wir eine Vertiefung für Wasser. So. Sollte reichen. Dann brauchen wir noch ein paar Bäume. Aber da kann man die halt anpflanzen. Wahnsinn.
Klippe. Krass. Das ist total neu. Das kenne ich alle ja nicht. So, wir machen hier noch ein bisschen Wald. Und eine Futterstation brauchen die auf jeden Fall. Gehege. Wir nehmen eine Fleischfresserstation. Da. Können wir die Anlage hier... Wir kriegen den hier nicht rausbetäubt. Oder können wir durch den Zaun schießen? Was mit dir, Kollege? Ah, oh, ihr wisst nicht, wo euer Zuhause ist, ne? Pass auf. Aufgabe hinzufügen. Betäuben. Den. Und den. Dann schicken wir die runter zu seinen Kumpels. Und hier... Können wir so ein Ding schon bauen? Nö. Dilophosaurus erforschen heißt es also. Forschung. Hier sind wir durch. Hier können wir noch nichts machen. Hier können wir noch nichts machen. Hier sind wir soweit durch. Hier können wir nichts machen. Okay. Fossilien, wie sieht's aus? Wir haben die losgeschickt, oder? Haben wir die losgeschickt? Kommen wir doch. Nein, haben wir nicht. Die Dilophosaurus wollte ich nicht. Der war bestimmt hier unten. Warte mal, hier. Nein, jetzt habe ich den da hingeschickt. Wie nehmt das? Wie hoch ist denn das Binom? Genom? Können wir das hier irgendwo einsehen? Hier, ne? Die Dilophosaurus 31. Okay. Ich brauche das Transportteam. Für den. Den seine Kumpels, die wohnen nämlich hier unten am Wasserloch. Irgendwo hier. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Genau. Dann könnt ihr den da runter hubschraubern. Und den anderen sollte jetzt hier endlich mal betäuben. Die rennen nämlich alle rum, wie dumm. Dinosaurierbedrohung von was? Hat der den platt gemacht hier? Oh oh. Krass. Los, mach müde. Na bitte. So, nimm den. Und ab zu seinen Kumpels da unten. So, dann sind die nicht so desozialisiert. Dann sollte das soweit funktionieren. So, da schleppen sie weg. Wie die da dran hängen, ne? Wenn die wüssten, über welche Klippe die geflogen werden. Abgefahren. Die hätten Herzinfarkte. 3 oder 5 Stück. Triceratops. Triceratops. Ja. So, wir bauen hier nochmal einen Triceratops. Und hier nochmal einen Parasaurolophus. So. Aber die passen hier unten recht gut hin. Die Triceratops stehen da so rum. Okay. Ich glaube, die machen keinen Stress, oder? Haben wir hier Gallimimus oder was? Jo. Dann kommen die damit hin. Da sind hier echt den Berg runter und wieder hoch. Abgefahren. Zu den Fossilien. Was haben wir? Die Dilophosaurus auf jeden Fall extrahieren und Platin verscheuern. Alter, das bringt aber Geld. Tada! Was haben wir hier? Stegosaurus, das ist genau das, was ich eigentlich nicht haben wollte, aber dafür haben wir nochmal Platin für nochmal richtig viel Geld. So, dann. Stegosaurus, verfügbar. Okay, da können wir nicht mehr, anscheinend. Ah, wenn nicht mehr funktioniert, dann werden die rot, oder was? Okay. Dilopho und Dilopho. Gib mich das. So, was haben wir hier? Gendatenbank. Dinosaurier. Corythosaurus. Mamangisaurus.
Stegosaurus? Paricephalosaurus. Okay. Sehr schön. Es wird dunkel. Der Triceratops ist gleich fertig. Den lassen wir mal frei. Ich finde es immer cool, wie die hier rauskommen. Ich mag das. Vor allem jetzt haben wir gerade cooles Licht. Ah, Riesenvieh. So. Warte mal, können wir hier nochmal nicht wegrennen, Freund. Boah, Gras. Ich würde eigentlich sehr gerne mal auf den Boden hier runter. Und dann hochgucken. Ja, genau so. Guck mal. Fühlt sich ein bisschen adapt, der Kollege, aber hat eine geile Tarnung. So. Lassen wir mal rennen. Der wird jetzt gleich zu seinen Kumpels hier rüberflitzen. Der ist gleich fertig. Bauen wir noch eine Brutstation? Nö. Vielleicht bauen wir die andere da oben wieder weg. Wir haben Triceratops. Wir haben gleich einen Parasaurolophus. Und wir haben Geld ohne Ende. Die kommen noch nicht mal Besucherinnen. Ich verstehe mir nicht, wo die Kohle herkommt. Und wir können später auch noch die Dinosaurier verschiedene Gene geben. Dann sehen sie anders aus. Verschiedene Eigenschaften. Oh ja. Fertig. Halt. Die Musik ist so toll dafür. Und im Hintergrund der Sternenhimmel. Wahnsinn. Genau, erstmal nach die Mama rufen. Okay. Was mit euch? Hier ist alles perfekt. Einfach perfekt. Gut. Neues lebensfähiges Genom, Stegosaurus. Ja, schön. Hä, wie jetzt mit ihnen malen die? Dilophosaurus. Ja, verkaufen. Extrahieren. Extrahieren. Platin und Silber. Man macht nebenbei immer noch ein bisschen Reibach, ne? So, wenn das durchgelaufen ist, dann bauen wir, warte mal, vielleicht... Ich würde mal probieren, dass wir die hier freilassen. Und dann gucken, dass wir die vielleicht mit einem Jeep von außerhalb vom Zaun betäuben können. Das können wir in der Zeit, wo da die DNA extrahiert wird, ja mal ausprobieren. Wir gehen auf Fahrzeug lenken und fahren einfach mal hin. Ich habe übrigens nebenbei auch die Radiomusik ausgeschaltet. Und die Lizenz... Musik auch deaktiviert. Kann man im Spiel nämlich machen, im Hauptmenü. So, jetzt wäre nur interessant. Halt mal an jetzt. Wenn wir hier auf Betäuben gehen. Wir können durch den Zaun schießen. Ehre. Das ist super. Schön. Dann liegt ja mein Plan doch auf. Dann brauchen wir da kein Tor hinbauen. Dann können wir mit dem Jeep daneben fahren. Dann betäuben wir die und dann transportieren wir die rüber. Neues lebensfähiges Genom. Das läuft hier alles wie am Schnürchen. Und wir müssen unbedingt unser Forschungsteam wieder losschicken, ne? Nochmal und nochmal. Warte mal, hier. Oh, 60%. Guck mal, läuft doch. Und nochmal 2%. 71. Ich denke, das ist okay.
So, und dann wollen wir die mal hier zusammenbauen, wa? Warte mal, ja, wo sind die jetzt? Da ist es. Steuerung ist so, ne? Brutkasten. Ach, Stegosaurus geht auch. Das ist aber schön. So. Genom modifizieren. Können wir schon? Ja. Wir können schon in den Genetik rumspielen. Angewendet. Okay, 0 gehen bleibt. Lebensfähigkeit. Eieiei. Du kannst die richtige Kampfviecher züchten, ne? Das ist ja Hammer. Ausbrüten. Ausbrüten. So, und die lassen wir uns mal zusammenbauen. So, sind die schon wieder da? Extrahieren. Verkaufen. Extrahieren. Extrahieren. Oh, das geht aber schnell, ne? Wenn man das Begrabungsteam hat, dann läuft das aber. Ich würde vielleicht mal kurz warten. Wobei. Stegosaurus. Stegosaurus. Machen wir mal sowas, ne? So. Dann. Ist ja gut. Brachiosaurus hat bestimmt einen krassen Ton. Okay, der hätte jetzt einen anderen erwartet. Ach, schon schön. So, wie weit sind denn die Kollegen? Hier wird noch fleißig zusammen. Alter, Bernstein bringt das voll. Die müssen nur gleich fertig sein hier, die Kollegen. Okay, die sind sie nicht. Gut. Die müssen wir denn hier rüber transportieren irgendwie. Ich denke mal, die Hege reicht für die. Vielleicht machen wir nur zwei, vielleicht nur drei. Mal gucken. Die hier unten haben wir keinen Stress, oder? Hier sollte eigentlich alles soweit laufen. Hier sind die... Der pennt. Nö, den scheint der Dude zu gehen. Die haben ja unendliche Gehege hier, ne? Gallimimus latschen hier rum. Vielleicht sollten wir noch ein Pflanzenfutterspender bauen, so vielleicht. Aber das mit euch hier oben, hier ist alles klar, oder? Ja, super. Okay. Dann warten wir einfach mal, bis die da unten soweit sind. Unsere Fossilienjäger sind wieder da. Dann nehmen wir da mal hin. Wir haben Stegosaurus, ne? Alter, die Dilophosaurus, guck mal hier. 90%. Wow. Plong. Aber die wir ausbrüten, haben jetzt die 90 nicht, ne? Das wäre natürlich geil. Brachiosaurus, Brachiosaurus. Gold. Stegosaurus und nochmal Stegosaurus. Und was haben wir hier? Rhodium. Und wir schicken die gleich mal los. Und dann sollten die die Dilophosaurus auch fertig sein. Stegosaurus, Brachiosaurus, Stegosaurus. Bitte fertig. Und wir lassen die mal raus. Jetzt geht vorwärts, ne? Jetzt kommt die. Da ist er. Gas geht viel. Übelst auf Krawalle bürstet. Das sollte alles nach Plan laufen. Wir stecken einfach einen bereits verwirrten und strapazierten, wieder auferstandenen Dinosaurier in ein winziges Gehege und hoffen das Beste.
Ein Tier, das zu Lebenszeiten die gesamte Erde durchwandert. Vielleicht ist die Idee gar nicht so gut. Ach, was der mal hat. Was soll da passieren? Wir müssen dafür sorgen, dass alle Dinosaurier auf Isla Sorna sich in ihrem Umfeld wohlfühlen, ehe wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Ja, oder so recht. Sehr man sich 65 Millionen Jahre in die Zukunft geschleudert eben wohlfühlen kann. Wir machen uns an die Arbeit. Was mit dir? Bist du dumm? Dann lass sein, Mike selber. Fahr los. Wie viele Leute hier landen? Also der Pfeil ging vorhin immer quer durch und ist andere Seite in die Felswand eingeschlagen. Das bedeutet eigentlich, dass wir die hier wegmachen können. Oder nicht? Siehst du? Renn doch nicht rum. Beruhig dich. Ha! Na also. Jetzt nehmen wir euch beide und stopfen euch da rein. So, theoretisch kann man nämlich so mit einer Brutstation den kompletten Park versorgen. Ne, machst du die Ranger-Station am besten direkt daneben, dass du nur in den Jeep einsteigen brauchst und von da aus gleich schießen kannst. Und dann kannst du von da alle Dinge verteilen. Spart übelst Geld, Strom und ja, man hat es recht gut unter Kontrolle, wo die Dinos alle rauskommen. Sorgen Sie dafür, dass die Geborgenheit der missionsrelevanten Dinosaurier nicht unter 80 sinkt. Dann wirklich fertig. Die haben sie wieder am Haken, schmeißen die in ihr komisches Gehege und dann bisschen. Ja, guck mal, der wird jetzt schön geschreddert in den anderen seinen Propeller. Eigentlich haben wir das Spiel gerade ausgetrickst, weil die sind betäubt und die Zeit läuft für uns. Produkt wurde transportiert. Tada! Anlage B ist sicher! Gute Teamarbeit! Sie wissen wirklich, wie man für Stimmung sorgt, John. Ein wenig Enthusiasmus hat noch keinen umgebracht, Dr. Merkel. Ach ja? Ihr Enthusiasmus hat mich schon mehrere Male fast umgebracht, würde ich sagen. Siehst du wohl, klasse Teamarbeit haben wir doch gut gemacht, Aline. Jetzt bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Ah, jetzt kommen wir wieder zurück zum ursprünglichen Jurassic Park. Das war quasi unsere Feuertaufe, unser Probelauf, um zu gucken, ob wir denn auch klarkommen, das wenn die Dinos. Chance, liebe Freunde. Sachen machen, die sie nicht sollen. Im Jurassic Park wird unsere Vision zutage treten. John, nach allem, was wir durchgemacht haben, geht das nicht zu schnell? Genau deshalb müssen wir schnell verfahren, Dr. Sattler. Und darum geht es, oder? Nicht um Dinosaurier, sondern ums Scheitern. Es geht um Hoffnung, Dr. Malcolm. Und bald die Hoffnung der Menschen. Sie werden sehen. Oh, das habe ich bereits. Oh ja, der hört schon den Brachio schreien. Lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Guck mal da. Ah, oh, sind die toll. Schönes Dreckswetter. Einwandfrei. So, wir sind wieder im Park. Mr. Hammond, wir sollten jetzt in der Lage sein, die Dinosaurier aus Anlage B zu verlegen. Ja, das stimmt. Wie steht es mit den Brutvorgängen? Der Triceratops und alle anderen Spezies sind gesichert, John. Wir sind bereit. Perfekt. Cabot, sehen Sie zu, dass Sie hierher nach Isla Nublar gebracht werden. Ja, Sir. Sie benötigen geeignete Gehege. Natürlich.
Ich bin voll des Glaubens und der Zuversicht. Okay, wir sollen dem Park 3 neue Dinosaurier hinzufügen. Und zwar ein Triceratops, ein Dilophosaurus und ein Parasaurolophus. So, was haben wir so ja alles schon im Park selber. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wir sind wieder zurück auf Isla Nubla. Nubla heißt es, genau. Und ich bin echt gespannt, was hier im Jurassic Park noch so alles passiert und was wir noch so machen sollen. Ihr könnt wetten, die Raptoren, die drehen noch übelst am Kabel und wollen uns alle eine Wurst machen. Schauen wir mal. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut. Renni hauen.